Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Buchding. Zuerst mal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem, dass ihr da geblieben seid. Ich bin ja schon eine ganze Weile abwesend gewesen. Was es damit auf sich hatte, erzähle ich euch unter anderem in diesem Video. Wie ihr seht, sitze ich hier auch neben einem stattlichen Bücherstapel. Ich war also nicht ganz untätig während meiner Abwesenheit. Ich habe einige Neuzugänge und ich habe natürlich auch einige Bücher gelesen. Ich werde euch natürlich in diesem Video auch einen kurzen Abriss darüber geben, was bei mir neu eingezogen ist und was ich gelesen habe. Rezensionen werde ich heute nicht machen. Ich werde nur ganz kurz was zu den Büchern sagen. Aber mindestens zwei davon werde ich auf jeden Fall auch noch rezensieren für euch. So, Grund Nummer eins für meine Abwesenheit war ein sehr schöner, nämlich mein Urlaub. Wenn ihr im Intro ein bisschen aufgepasst habt, könnt ihr vielleicht erahnen, wo ich gewesen bin und was ich alles Schönes gesehen habe. Vielleicht blende ich euch ja auch noch ein, zwei Bilderchen ein. Ich kann nur sagen, es war wunderschön. Wir waren 10 Tage weg und ich habe mich super gut erholt und habe auch gemerkt im Nachhinein, dass ich diesen Urlaub wirklich gebraucht habe. Einfach mal wieder ein bisschen rauskommen aus der Bude. Ich meine, meine Bude ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir haben genug Platz, wir haben einen schönen Garten, wir wohnen im Grün. Das ist eigentlich fast wie Urlaub. Trotzdem tut es echt gut, auch mal wieder was ganz anderes zu sehen, aus dem Alltagstrott rauszukommen, die Arbeit so völlig hinter sich zu lassen. Aber ja, ich denke, ihr werdet verstehen, was ich meine. Ein weiterer Grund, warum ich hier keine Videos gepostet habe, war, dass ich an einem Video gearbeitet habe. Ja, ich habe ein Video gemacht, es ist auch schon produziert und es ist sogar schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht, weil ich hier noch Absprachen mit einigen Leuten treffen muss, beziehungsweise auf das endgültige Go warten muss. Also keine Produktplatzierung, die ich vom Auftraggeber absegnen lassen müsste. Es hat allerdings natürlich was mit einem Buch oder mit einem buchspezifischen Produkt zu tun. Natürlich, darum geht es ja hier auch auf meinem Blog. Ich habe zu einem Produkt ein ziemlich aufwendiges Video produziert. Es ist gar nicht mal so lang, aber der Aufwand für dieses Video war bei weitem der größte, den ich bisher betrieben habe. Ihr werdet sicherlich, wenn es soweit ist, auch sehen, wieso das so war. Und auch hier, wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr vielleicht auch schon einen kleinen Hinweis darauf gesehen, worum es in diesem Video gehen könnte. Dieses Projekt, an dem ich gearbeitet habe und wozu ich auch dieses Video, was ihr hoffentlich bald sehen könnt, erstellt habe, hat auch etwas mit meinem Studium zu tun. Ich mache neben meinem Beruf auch noch ein Fernstudium zur Journalistin und natürlich versuche ich in die Arbeiten, die ich dort abliefern muss, auch immer Themen einzubringen, die etwas mit Büchern oder ja mit der ganzen Literaturszene zu tun haben, damit das auch letztendlich euch und meinem Kanal zugutekommt. Ich habe also dieses Projekt zum einen für YouTube gemacht, für euch, für meine Zuschauer. Andererseits habe ich aber aus diesem Projekt auch eine andere Art von Produkt gestaltet, was ich wiederum für mein Studium verwende. Und ja, das habe ich jetzt auch fertiggestellt. Das war eine ziemliche Arbeit und natürlich möchte ich auch immer ziemlich gut sein. Deswegen habe ich mir sehr viel Zeit dafür gelassen und konnte deswegen auch nebenbei nicht noch Videos drehen. Ich warte jetzt gespannt auf eine Bewertung und ich hoffe, dass sie gut ist. Und auch aus diesem Produkt werde ich noch etwas machen, es in irgendeiner Weise veröffentlichen. Und wenn das soweit ist, gebe ich euch natürlich auf jeden Fall Bescheid. Außerdem passieren in meinem Leben auch gerade noch so ein paar andere Dinge,
Wo ich aber sagen muss, die sind alle super toll, super spannend, allerdings auch sehr kraft- und zeitraubend. Ich mache diese Dinge gerne, deswegen stört mich das auch nicht. Aber ich musste in der letzten Zeit eben Prioritäten setzen. Es wird auch noch ein paar Monate, glaube ich, so weitergehen, dass sich diese Prioritäten auch auf meinen Kanal auswirken. Insofern, dass ich eben nicht so viel Inhalt posten kann. Aber was dann noch so passiert, das werde ich euch auf jeden Fall am Schluss dieses Videos auch noch erzählen. Ihr dürft da gespannt sein. So, dann will ich euch mal erzählen, was ich in der letzten Zeit alles so gelesen habe. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht. Also dieses Mal war das recht bunt gemischt, was die Medien anging. Ich habe Bücher in normaler Buchform gelesen. Ich habe auch E-Books gelesen und ich habe Hörbücher gehört, beziehungsweise eins habe ich gehört. Was auch daran lag, dass ich eben so viel unterwegs war. Und wenn ich unterwegs bin, nehme ich tatsächlich meinen E-Book-Reader gerne mit. Den benutze ich zu Hause eher selten. Aber im Urlaub ist das natürlich super praktisch. Man hat mehrere Bücher dabei und einfach nur so ein kleines Ding, was man überall mit hinnehmen kann, was man im Dunkeln und im Hellen lesen kann. Ganz prima. Und auch auf Fahrtwegen, da bietet sich natürlich das Hörbuch an. Und das Hörbuch, was ich gehört habe, war dieses hier. Oder auch das. Es heißt Ostfriesenmoor und ist von Klaus-Peter Wolf. Genau gesagt, es ist einer der Bände aus seiner Ostfriesen-Krimi-Reihe. Den haben wir passenderweise auch auf dem Weg ans Meer gehört. Die Bücher werden auch von Klaus-Peter Wolf, also vom Autor selber, eingelesen. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen einen besonderen Charakter, weil ja, man hat eben das Gefühl, dass man das Buch nett vorgelesen bekommt. Und der Autor selbst weiß ja auch eigentlich immer am besten, wie die Stimmung gerade sein soll oder wie das, was die handelnden Personen sagen, auch gerade klingen soll. Und ich finde, das ist in dem Fall wirklich gut gelungen und es hat wirklich Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuhören. Spannend war die Geschichte natürlich auch. Es ist ein Krimi, der an der Nordsee spielt, genau gesagt in Ostfriesland, in Norden und Umgebung. Vielleicht kennt ihr euch ja dort ein bisschen aus. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ganz viele Leute diese Krimis so lieben, weil sie in einer Region spielen, die einfach als Urlaubsregion super beliebt ist, die auch zu Recht so beliebt ist, weil sie wunderschön ist. Und ich finde, einen solchen Krimi auf dem Weg ans Meer zu hören oder wenn man auch tatsächlich gerade dorthin fährt, macht das Ganze noch ein bisschen aufregender und schürt noch ein bisschen mehr die Vorfreude auf das Meer. Wie schon gesagt, es war ein Kriminalroman. Es ging in diesem Fall um Entführungen von Kindern und um sehr bizarre Morde und auch sehr bizarre Gründe dafür. Ziemlich düsterer Roman und auf jeden Fall lesenswert. Einen weiteren Roman aus dieser Reihe habe ich als E-Book gelesen und zwar war das Ostfriesenzorn. Das war der neueste Band, der in dieser Reihe erschienen ist, ist auch direkt mal wieder auf Spiegel Bestsellerliste Platz 1 eingestiegen. Ja, auch hier ist wieder der Bezug zum Norden oder zu den schönen Plätzen in dem ostfriesischen Norden gegeben. Und eine Kriminalgeschichte, die dieses Mal ziemlich unter die Haut geht, auch weil sie zum Teil das private oder die private Vergangenheit des Autors selbst berührt. Es gab dazu auch schon einige Interviews, sowohl in Printmedien als auch im Fernsehen zu sehen, oder der Autor war auch in Talkshows und hat darüber berichtet, dass eine der handelnden Personen quasi sein jugendliches Ich verkörpert und dieser Jugendliche muss sich mit einer Problematik auseinandersetzen, die viele leider wahrscheinlich kennen, und er muss Dinge tun, die ein Mensch nicht tun sollte und schon gar nicht in dem Alter und schon gar nicht seine Eltern betreffend. Also das Ganze war sehr düster, macht auch insbesondere deswegen nachdenklich, weil man eben weiß oder wenn man eben weiß, dass dies eben auch die persönliche Geschichte des Autors ist. Zum Teil hat es natürlich ein bisschen fiktionalisiert, aber vieles, was dem betreffenden Jungen in dem Roman passiert, ist basiert auf den realen Erfahrungen von Klaus-Peter Wolf. Ein weiteres E-Book, was ich im Urlaub gelesen habe, war Die stillen Gefährten von Laura Purcell. Ich habe davon schon einiges gehört, auf BookTube unter anderem. Und ja, das Buch ist im Vesta Verlag erschienen. Es ist somit eine Gruselgeschichte oder eine Geistergeschichte. Ist jetzt nicht eines der extremsten Bücher von Vesta, sondern eine ganz normale viktorianische Geistergeschichte mit einem schönen Setting, schönem Flair, das muss ich zugeben. Die Geschichte selbst war auch schön zu lesen, allerdings irgendwie hatte ich mir so ein bisschen mehr davon versprochen. Eine durchaus berührende Geschichte, sie ist solide geschrieben. Sie hat auch so ein bisschen einen Gruselfaktor,
Ja, ist jetzt aber nicht irgendwie schockierend oder so. War auf jeden Fall schön zu lesen im Urlaub. Aber wie gesagt, irgendwie aus irgendeinem Grund hatte ich einfach viel höhere Erwartungen. Sie hat mich jetzt nicht geflasht. Es war einfach eine schöne Geistergeschichte, die mich gut unterhalten hat. Ja, und danach war mir dann noch ein bisschen mehr Action und Abenteuer. Und somit habe ich einen Mystery-Abenteuer-Thriller gelesen. Und zwar war der auch aus dem Fester Verlag, auch ein E-Book und war von Matthew Raley und hieß Die sieben tödlichen Weltwunder. Das ist so etwas, was ich sehr liebe. Es sind sogenannte Mystery-Science-Thriller, die schon irgendwo auf real existierenden Mythologien beruhen und wo dann natürlich noch ein bisschen Mystery dazukommt. Das Ganze ist sehr schnell, sehr abenteuerlich, mit ganz viel Spannung und Action. Ja, also mir hat dieses Buch richtig viel Spaß gemacht. Das letzte von Matthew Raley, was ich gelesen hatte, das spielte in der Arktis. Vielleicht hieß es auch Mission Arktis, ich weiß es nicht. Das hatte mich irgendwie gar nicht so vom Hocker gehauen. Im Gegenteil, das hat mich sehr enttäuscht. Ich habe allerdings erfahren, dass das sein Erstlingswerk war. Was natürlich erklären dürfte, dass es vielleicht noch nicht so ganz ausgereift war. Die nachfolgenden Bücher, die ich von ihm gelesen hatte, Der große Zoo von China und eben Die sieben tödlichen Weltwunder jetzt, haben mir sehr gut gefallen und ich denke, ich werde demnächst auch noch mehr Bücher von diesem Autor lesen. So, kommen wir nun zu den echten Büchern, die ich gelesen habe, also zu den Büchern in Papierform. Das war zum einen mal dies hier von George Alec Effinger, Zeitknick. Effinger ist, falls ihr es nicht wisst, der Schöpfer von Planet der Affen, also dem Roman dazu. Und ja, er beschäftigte sich eben auch mit Zeitreisen und hat dieses Buch hier geschrieben, Zeitknick, ein kosmischer Slapstick durch Raum und Zeit, voll Witz, Humor und satirischen Seitenhieben. Diese Geschichte geht um zwei Zeitreisende, die in der Zeit zurückspringen und als sie dann wieder nach vorn springen wollen, in ihre eigene Zeit zurück, geht das nicht so richtig. Sie landen leider in einem Paralleluniversum, sind also nicht gerade nach vorn gesprungen, sondern nach vorn und zur Seite und landen in einer Welt, die so aussieht wie ihre, die zum Teil erscheint wie ihre, aber doch ganz anders ist. Und auch die Menschen dort sind anders. Manche, die sie als Freunde kennen, sind es plötzlich nicht mehr und andersrum. Ja, sie machen sich ein paar Feinde in dieser neuen Welt, versuchen dort zu entkommen und springen wieder in die Zeit, beziehungsweise versuchen seitlich in der Zeit wieder in ihre eigene Welt zu kommen. Das gelingt leider nicht und so landen sie in immer neuen Welten, lernen immer wieder Menschen kennen, machen sich noch mehr Feinde. Wir müssen also jetzt nicht nur versuchen, in ihre eigene Welt zurückzukehren, sondern auch noch ihren Feinden zu entkommen und auch ein paar wichtige Probleme zu lösen. Hat mir ganz gut gefallen, ist zum Teil allerdings ein bisschen verwirrend, also man muss schon dranbleiben, wenn man das Ganze halbwegs durchschauen möchte. Ist nicht so einfach geschrieben wie die Romane in der heutigen Zeit. Jetzt kommen zwei Bücher, zu denen ich vorhabe, separate Rezensionen zu machen, weil sie mich einfach beeindruckt haben, weil ich sie auf eine besondere Weise gut fand und euch das auch gerne mitteilen möchte. Das ist zum einen von Riley Sager, Home, Haus der bösen Schatten. Es ist ein Thriller um ein Haus, was wohl irgendwie verflucht scheint und die Erbin dieses Hauses hat ja versucht herauszufinden, was da wirklich passiert ist. Sie war schon mal in diesem Haus, da war sie aber 5 Jahre alt und da ist wohl etwas ganz Schreckliches passiert, worüber ihr Vater damals ein Buch geschrieben hat, was zu großer Berühmtheit gelangt ist und ihr leider das Leben versaut hat. Und ja, das Ganze versucht sie jetzt nochmal aufzuarbeiten, indem sie in das Haus zurückkehrt und dann passieren ganz komische Sachen. Das hat mich wirklich begeistern können, weil es eben eine ganz tolle Mischung ist aus Geister-Spukgeschichte und aber einem ganz realen Thriller, wo auch natürlich eine ganz reale Gefahr existiert. Und ja, darüber werdet ihr hoffentlich demnächst mehr von mir erfahren. Ein weiteres Buch, was mich wirklich richtig beeindruckt hat, ist dieses hier. Die Berechnung der Sterne von Mary Robinette Kowal. Das ist eine alternative Realitätgeschichte. Sie spielt in den 1950er Jahren in Amerika. Und da geht es um die Frauen, die im damaligen Weltraumprogramm tatsächlich die Berechnungen angestellt haben für die Weltraummission. Ja, die haben das Ganze manuell berechnet, alle Umlaufbahnen oder was weiß ich, was man alles so für Berechnungen machen muss. Ich bin da kein Experte.
ja, das haben Frauen gemacht. Das ist wirklich ganz erstaunlich, was die da geleistet haben und wie sie den Männern ermöglicht haben, ins Weltall zu reisen und auch Erfolg damit zu haben. Letztendlich hat man als Außenstehender nur von den Erfolgen der Astronauten und der Menschen bei der NASA oder der Männer, die dahinter stehen, bei der NASA erfahren. Aber man hat nicht wirklich erfahren, dass die Frauen quasi durch ihre Berechnungen den Weg dahin geebnet haben. Und in diesem Buch geht es auch genau darum, es geht unter anderem um die Stellung der Frau zur damaligen Zeit, um den Kampf der Frauen, auch in das Weltraumprogramm aufgenommen zu werden, und zwar nicht nur als menschliche Computer, sondern als Raumfahrerinnen. Und es geht auch um Rassismus in der damaligen Zeit, denn nicht nur Frauen waren vom Raumfahrtprogramm ausgeschlossen, sondern auch Farbige, sowohl männlich als auch weiblich. In dieser Geschichte passiert in den 1950er Jahren etwas, was dazu führt, dass das Raumfahrtprogramm etwas anders laufen muss, als es in unserer Realität gelaufen ist. Denn es wird verdammt dringend. Die Erde wird nämlich sterben. Das menschliche Leben auf der Erde wird irgendwann nicht mehr möglich sein. Das findet man in dieser Realität heraus. Es gibt doch einen Grund dafür. Und somit ist es ganz, ganz dringend, dass das Raumfahrtprogramm vorangetrieben wird und dass die Menschheit den Weltraum kolonialisiert. Natürlich, wenn man dann auf die Hälfte der Bevölkerung verzichtet bei der Arbeit an diesem Programm, also auf die weibliche Hälfte der Bevölkerung, ist das eine ziemlich doofe Entscheidung. Und ja, das wird in diesem Buch behandelt. Also mich hat das Ganze, also sowohl die Thematik als auch das Buch selbst, die Art, wie die Geschichte erzählt wird, wie die Personen gezeichnet werden, hat mich wirklich beeindruckt. Und ich möchte euch gerne demnächst ein bisschen mehr zu diesem Buch erzählen, weil ich denke, dass es wert ist, von möglichst vielen Menschen gelesen zu werden. So, kommen wir zum nächsten Teil des Videos. Und ich glaube, das ist etwas, was die Zuschauer von BookTube-Videos sehr gerne sehen, was ich jetzt nicht so häufig mache, weil ich kein Shopaholic bin in Sachen Büchern. Ich kaufe mir sehr gerne Bücher, aber ich bin bei meiner Auswahl doch irgendwie immer sehr kritisch und zögere. Also ich kaufe mir ein Buch nicht einfach so, weil mir das Cover gefällt oder weil mir der Titel gefällt. Ich lese mir schon genau durch, worum es da geht, und ich bin da tatsächlich ziemlich picky. Deswegen habe ich nicht so eine riesen Neuzugänge wie manch andere. Mal abgesehen davon, dass ich auch nicht unbegrenzte finanzielle Mittel habe. Einige der Bücher, die bei mir neu eingezogen sind, sind nicht neu, die habe ich nämlich gebraucht gekauft. Andere sind ganz normal gekauft und wieder andere habe ich geschenkt bekommen. Das liegt an meinem zurückliegenden Geburtstag. Fangen wir mal an. Ich habe den Stapel jetzt nicht irgendwie nach einer besonderen Reihenfolge sortiert. Ich nehme einfach von oben, was so kommt. Zum einen ist es bei mir eingezogen, dieses Buch hier, wie heißt das eigentlich? Das ist ein interaktives Buch, und zwar ein Thriller von Wolfgang Holbein und Jens Schumacher. No Escape, Insel der Toten, erschienen im Knauer Verlag. Ja, das ist nicht so ein ganz normales Buch, sondern es ist ein Thriller, bei dem man Rätsel lösen muss, um in der Geschichte weiterzukommen. Vielleicht haben einige von euch bemerkt, dass ich auch Escape Room Kartenspiele mag, die eben auch auf einer spannenden Geschichte basieren, wo man sich dann so durch seine eigenen Entscheidungen und durch das Lösen von Rätseln so durchwurstelt. Und ich denke mal, dieses Buch ist ähnlich, nur eben in Buchform. Ich finde es schön, sieht nett aus, hat ein schönes Format, ist ein Hardcover, also es ist kein richtiges Hardcover, aber es ist schon so ein Pappdeckel. Also ganz, ganz nett gemacht. Mit Illustrationen natürlich auch, weil die braucht man für so Rätsel. Ich sehe hier schon wieder eine Zahlencodes und so, das mache ich ja besonders gerne. Also ich werde euch auf jeden Fall mal berichten, wie ich durch dieses Buch durchgekommen bin, ob ich umgekommen bin oder ich weiß noch gar nicht, ob man hier umkommen kann. Hier steht immerhin, jeder Fehler kann tödlich sein. Also, aber wie ihr wisst, macht mir das ja überhaupt nichts aus. Ein weiteres Buch, es ist auch ein Krimi. Ich habe in letzter Zeit irgendwie ziemlich viele Krimis so am Laufen. Kann ja auch mal passieren, ne? Es ist halt immer so eine Phase. Manchmal lese ich gerne Fantasy, manchmal Science Fiction oder eben auch Krimis. Aber es muss immer spannend und actionreich sein für mich. Und was ich hier habe, das habe ich sogar vom Autor selbst bekommen. Das ist von Christian Humberg, Mörderische Brise. Ein Fall für Clara Klüver. Es ist ein Küstenkrimi. Er spielt allerdings nicht in Ostfriesland oder an der Nordsee, sondern an der Ostsee. Und Christian Humberg, der Autor dieses Buches,
der war schon mal bei mir in den Buchnachrichten. Das heißt, ich habe mit ihm ein bisschen gequatscht. Das war so, als wir Pandemie hatten. Da haben wir ein Zoom-Meeting gemacht und ein bisschen geredet über das, was Christian Humberg so schreibt. Zur damaligen Zeit hatte er noch keine solchen Krimis geschrieben. Aber seit einem Jahr oder so bringt er auch Krimis raus. Unter anderem das hier, das ist sein neuester. Er hat aber auch eine andere Krimireihe, die spielt, glaube ich, eher in Bayern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Ostsee-Krimi. Dann habe ich mir selbst diese Bücher hier gekauft. Ihr seht, hier ist noch sogar mein Lesebändchen noch, weil ich das hier gerade lese. Das sind zwei Bücher aus der Chroniken von St. Mary's Reihe von Jodie Taylor. Der vierte Band, Dr. Maxwell's wunderliches Zeitversteck, das lese ich gerade. Ich bin fast bei der Hälfte angekommen. Macht mir auch gerade sehr viel Spaß. Und dann habe ich noch Dr. Maxwell's spektakuläre Zeitrettung. Das ist der fünfte Band. Ich glaube, das sind auch alle Bände, die bisher in Deutsch erschienen sind. Es gibt allerdings noch viel mehr Bände dieser Reihe in Englisch. Ich hoffe, dass die auch alle irgendwann ins Deutsche übersetzt werden. Ich mag die Reihe sehr gerne. Die ist witzig, temporeich und man lernt auch nebenbei auch noch so einiges über Geschichte. Ein weiteres Buch, was bei mir neu eingezogen war, ist das hier. Ein Science-Fiction-Roman von Niels Westerbø. Ein deutschsprachiger Autor, glaube ich, Athos 2643. Ja, hier geht es um KI und um die Zukunft und fremde Planeten und so weiter. Klang für mich nicht schlecht und deswegen werde ich es mal ausprobieren. Noch ein Roman, es ist ein Thriller, auch eine Art Sci-Fi-Thriller, Der letzte Weg von Eve Smith. Ich werde euch mal kurz vorlesen, worum es in dem Buch geht, also mich hat das schon sehr interessiert. Bevölkerungsschwund, Bioterrorismus und Medikamentenknappheit gehören im England der nahen Zukunft zum Alltag. Die Regierung hat deshalb ein radikales Gesetz erlassen. Personen über 70 bekommen keine Antibiotika mehr. Werden sie krank, sterben sie. Kate ist Krankenschwester, doch statt ihre Patienten zu pflegen, begleitet Kate sie nun in den Tod. Nach einem dramatischen Ereignis beschließt sie, sich auf die Suche nach ihrer Mutter zu machen und stößt auf ein lange gehütetes Geheimnis. Ein packender Thriller und eine erschreckend realistische Zukunftsvision. Ja, also für erschreckend realistische Zukunftsvisionen interessiere ich mich sehr, deswegen habe ich mir dieses Buch zugelegt. Ein Geburtstagsgeschenk und ein Buch, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Es ist der x-te Band der Sigma Force-Reihe von James Rowlands, von denen ich alle gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ist das der 13. oder 14. Ich verschlinge jedes dieser Bücher, weil es eben genau wie das Buch von Matthew Raley, was ich neulich gelesen habe, so eine Art Wissenschafts- und Mystery-Thriller mit sehr viel Action und Spannung ist. Das ergibt leider nicht so viel Sinn, diese Bücher zu rezensieren, weil dann müsste ich ganz vorne anfangen und ja, Bücher einer Reihe zu rezensieren, ist immer ein bisschen blöd. Man kann die zwar auch unabhängig voneinander lesen, aber es fehlen einem dann doch immer noch so ein paar Hintergrundinformationen zu den Charakteren. Also so richtig super glücklich wäre ich damit nicht. Deswegen rezensiere ich die nicht, aber ich kann euch die auf jeden Fall ans Herz legen. Wenn ihr Spannung, Spaß und Action mögt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Auch ein Geburtstagsgeschenk, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, war das hier. Scarlet and Brown von Jonathan Stroud, eine neue Jugendbuch oder ja, eine All-Age, sagt man heutzutage, Reihe von Jonathan Stroud. Ich habe ja, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, Lockwood & Co. gelesen. Ich kenne auch die Bartimeus-Bücher von Jonathan Stroud und mir hat das alles super gut gefallen und ich habe mich immer bestens unterhalten gefühlt und deswegen muss ich natürlich auch die neue Reihe von Jonathan Stroud haben. Solltet ihr auch. Kommen wir zu den gebrauchten Büchern. Eins, von dem ich schon sehr viel gehört habe, was ich aber noch zugegebenermaßen leider noch nicht gelesen habe, habe ich mir jetzt endlich mal besorgt. Und zwar Fräulein Millers Gespür für Schnee. Das ist eine Ausgabe aus der Bibliothek der Süddeutschen Zeitung. Ja, also im Grunde ist mir die Ausgabe ziemlich Wurst. Ich wollte einfach nur ein Buch, was vernünftig aussieht. Und deswegen habe ich mir das hier besorgt. Ich werde es wahrscheinlich nicht unbedingt im Sommer lesen. Mal gucken. Mal sehen, wie ich vorankomme mit all den anderen Büchern. Ein Buch, was ich auch schon länger auf meiner Wunschliste hatte, das habe ich mir jetzt auch gebraucht besorgt, ist das hier, Der Tod und das dunkle Meer von Stuart Turton. Das ist ein historischer Kriminalroman, der auf dem Meer spielt, wie der Titel schon sagt. Ich lese gerne historische Krimis, sogar lieber als Gegenwartskrimis. Und wenn die dann auch noch auf dem Meer spielen und es alles so ein bisschen düster ist und dunkel, dann reizt mich das schon sehr. Das ist ein ganz schöner Wälzer. Über 600 Seiten. Ja, mal sehen.
wann ich Lust habe, den zu lesen. Ich lese ja auch immer so ein bisschen nach Gefühl. Also ich mache mir keine Leselisten, wann ich jetzt was lese, sondern ich schaue in mein Regal und schaue, worauf ich Lust habe. Und wenn da nichts ist, worauf ich Lust habe, gehe ich in unsere große Bibliothek nebenan und gucke, ob da irgendwas ist. Also man findet eigentlich immer was. Diese Bibliothek ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich gar nicht so viele Neuzugänge habe, weil da stehen einfach noch so viele Sachen drin, die ich noch nicht gelesen habe. Und die wahrscheinlich ziemlich viel hergeben, auch für Videos und insbesondere für die Videos über die großen Alten, die ich auch demnächst nochmal ein bisschen forcieren werde, aber dazu kommen wir auch gleich noch. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich gelesen habe, was ich gerade lese und was so neu bei mir eingezogen ist. Und über das ganze Gelaber habe ich völlig vergessen, meinen Tee zu trinken. Der ist jetzt schon lauwarm, macht bei der Hitze aber nicht so viel, egal. Apfel, Mandarine, ziemlich unauffällig im Geschmack. Ich wollte euch noch erzählen, was ich demnächst so vorhabe, speziell mit diesem Kanal. Mein BookTube-Kanal unterscheidet sich so ein bisschen von anderen, weil ich eher Wert auf Rezensionen lege oder auf intensivere Vorstellung von Dingen, die mir gefallen, und weniger diese kurzlebigen Formate mache, wo man halt eben Neuvorstellungen zeigt oder Bookhauls oder irgendwelche themenbezogenen Sachen über Bücher. Also was nervt mich an diesem Genre, was mag ich daran besonders gerne. Ich gucke mir diese Sachen tatsächlich auch ab und zu an, finde die gar nicht so schlecht, aber ich selber habe echt gar keinen Bock, das zu machen, weil ich ehrlich gesagt gerne oder lieber ein bisschen tiefer in die jeweilige Materie einsteige. Ich habe mir überlegt, dass ich meinen Kanal auch in dieser Richtung beibehalte, dass ich nicht in die andere Richtung gehen werde, nicht diese gängigen Formate ständig mache. Ab und zu werde ich sowas bestimmt mal machen, wenn ich Lust darauf habe. Aber mein Fokus soll doch eher auf mehr Informationen legen und Hintergründe zu Büchern oder zu irgendwelchen Dingen, die die Literaturszene betreffen. Ich studiere ja gerade im Fernstudium Journalismus und ich nutze das auch dazu, um mich an Projekte zu wagen, die so ein bisschen größer sind und die so ein bisschen mehr Hintergrund vermitteln. Und ja, einige meiner Projekte, die ich für mein Studium mache, werdet ihr auch sehen können oder lesen, was auch immer damit passiert. Und ich habe mir überlegt, dass ich mein Wissen und meine Fähigkeiten, die ich jetzt erwerbe, auch für meinen Kanal anwenden möchte. Deswegen möchte ich in Zukunft neben der Rezension von Büchern oder der Vorstellung von Büchern ein bisschen mehr an Reportagen machen. Ich denke mal über Messen, über irgendwelche Veranstaltungen, über irgendwelche besonderen Ereignisse. Wir werden sehen, was sich so ergibt. Und auch Porträts über Autoren oder Menschen, die mit der Literatur zu tun haben in irgendeiner Weise. Das können ja auch VerlagsmitarbeiterInnen sein oder die Postboten. Da werden mir schon ein paar Dinge einfallen. Diese Dinge sind natürlich immer ziemlich aufwendig zu produzieren und deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Ich habe auch vor, Hintergrundberichte zu machen über spezielle Themen. Ich denke, da gibt es auch sehr viel, was gerade im Bereich des Buchhandels oder im Bereich des Verlagswesens existiert, wo man sich selten darüber Gedanken macht, wie was läuft. Und deswegen möchte ich mich einfach ein bisschen eingehender damit beschäftigen und euch in hoffentlich ansprechender Weise auch präsentieren. Wie das genau aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich mache mir da aber gerade Gedanken dazu, welche Formate ich dafür nehmen könnte, wie ich das aufbereite und euch präsentiere, sodass es halt auch halbwegs spannend ist. Ich möchte echt niemanden langweilen. Was ich zusätzlich zu den Buchrezensionen auch noch machen werde, sind Spielvorstellungen, denn das mache ich eben auch ab und zu gern, insbesondere wenn diese Spiele oder eigentlich nur, wenn diese Spiele einen Buchbezug haben. Also ich bin kein Computerspieler oder Gamer, wie das heute heißt. Ich mag Dinge, die mir eine Geschichte erzählen. Das machen gewisse Computerspiele wahrscheinlich auch, aber irgendwie reizt mich das nicht. Vielleicht bin ich zu alt dafür, ich weiß es nicht. Ja, also insbesondere gefallen mir eben so Rätselspiele, die mich auch geistig ein bisschen fordern. Und deswegen habe ich vor, auch hier ein paar Sachen vorzustellen demnächst, die mir selbst Spaß machen und die mit euch zu spielen oder auch für euch, wenn ihr vielleicht selbst Spiele dieser Art spielt und nicht klarkommt oder vielleicht irgendwann mal eine Frage habt. Ja, dann möchte ich das einfach mal mit euch oder für euch durchspielen, damit ihr quasi ein bisschen spicken könnt, wenn ihr selbst nicht weiterkommt bei den Spielen.
Das war es dann auch schon für heute. Ich habe ziemlich viel geredet. Es könnte ein recht langes Video werden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich habe euch nicht gelangweilt. Und ich hoffe, das, was ich mit meinem Kanal vorhabe, gefällt euch. Und ihr mögt dabei bleiben. Würde mich freuen. Schreibt mir doch, was ihr so davon haltet. Ob euch das gefallen würde. Und ansonsten schreibt mir einfach irgendwas. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Ich hoffe doch, wir sehen uns sehr bald wieder und ich hoffe vor allen Dingen, dass ich euch bald mein Projektvideo zeigen darf und bis dahin verabschiede ich mich. Bis bald.